Seid gegrüßt und willkommen zu meinem neuen Video. Heute im Unboxing der Till Lindemann Zunge Deluxe Box. Die kam nun sehr verspätet an, zum Leidwesen aller Fans. Ja, Link ist in der Beschreibung, wenn es ihn überhaupt noch gibt, direkt über dem Link zu meinem eigenen Messer. Was wir ja gar nicht brauchen, weil die ja schon offen ist. Ne, ich habe nur den Lieferschein rausgenommen, wo man die Adresse sieht. Hier ist die Box. So. Das Album ist eine 10 von 10. Kann jeder sagen, was er will. Das Album ist einfach nur geil, Alter. Ohne Scheiß. Eine schöne Weihnachtszeit, euer Till. Gut, das Autogramm ist gedruckt. Oder? Doch. Das ist so schwer zu erkennen in diesem Fall. Also normalerweise. Nee, doch, das ist gedruckt, glaube ich. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Alter, wie krank. Deutsche Demokratische Republik. Der macht mich einfach nur fertig. Wild. Aber cool auf jeden Fall. Danke für die netten Wünsche. So. Das ist die Box. Das ist krank, Alter. Das ist wirklich krank. Da hat direkt mal ein paar Fotos gemacht, weil, Junge, das sieht man wirklich nicht alle Tage. Ohne Scheiß. Das ist ja wirklich die Verpackung, wie man auch zum Beispiel, weiß ich nicht, in einem gut sortierten Kaufland jetzt einen Sauerbraten bekommen würde. Richtig eingeschweißt. So ein kranker Mist. Also das ist, ich habe erst gedacht, ja, das ist wieder irgendwie Spaß oder so. Aber nein, das ist ja ernst. Es ist ernst. So, Till Lindemann Zunge, Limited Fanbox, inklusive Single Fleisch. Liebe geht durch den Magen. 100% vegan. Jetzt ärgere ich mich, dass ich nicht mehr als eine bestellt habe. Zwei oder drei. Ich glaube, das wäre kein Fehler gewesen. Naja, egal. Herstellungsdatum November 23. 500 Gramm Gewicht. 100% Tierwohl, herrlich. 100% Liebe. Ja, Liebe zurück. Gut, es tut weh, die Box kaputt machen zu müssen, im Prinzip, um sie zu öffnen. So, was habe ich bezahlt? Ich glaube 59, what the fuck? Oh nein, oder? Das ist durch die Hitze. Nein, Leute. Nicht euer Ernst. Also, die Maschine, da wird ja im Prinzip eine ebene Platte drauf gedrückt, um das hier festzuschweißen, sag ich mal so, die Plastik. Da das Kissen aber raussteht, das von dem Kissen so ein ganz, ganz kleines bisschen. Nee, doch nicht. Nee, doch nicht. Also man sieht's nicht. Also hier sieht man's. Oh, ich dachte jetzt, seht ihr das Weiße? Das sieht so aus, also diese weißen, als wäre das hier beschädigt. Das stimmt aber nicht. Seht ihr, das geht jetzt über die ganze Länge. Oh, man sieht gar nichts. Man spürt auch nichts. Also das Kissen ist zum Glück komplett unbeschädigt. Oh, das wäre sehr schade gewesen. So. Das ist zwar keine Zunge, das ist ein Entrecote. Aber Till Lindemann steht immer hier. Das ist schon nice gemacht. So, das ist gefüllt mit den Boxinhalten. So. Junge. So eine kranke Scheiße. Dieser Mensch macht mich einfach wahnsinnig. So. Warte mal, hier auf der Seite. Warte mal, hey. Ja, kann man das weiter öffnen? Ja, es klemmt. Ich will hier nichts kaputt machen. So, ah, okay. Wie kommt man denn bitte auf so eine Idee? Hier haben wir das Füllding, den Bezug. Und hier in dieser Tasche. Das Album. Das war's, oder was? Also, inhaltstechnisch kann man sich auf jeden Fall streiten. Was heißt streiten? 60 Euro ein Kissen ist eigentlich schon ein bisschen wenig, würde ich dann mal so sagen. Die Idee ist natürlich geil. Die Präsentation auch mega geil, aber ein bisschen was. Also wenigstens ein paar Sticker.
irgendwelcher Kram, Alter. Wirklich nur das. Weil das Problem ist halt für mich persönlich, ganz objektiv bewertet, egal wie sehr ich Fan bin von irgendjemandem oder irgendwelchen Werken, die Box an sich, die landet im Müll. Wisst ihr, was ich meine? Weil das hier ist halt Abfall. Ist ein mega geiler Gag. Wenn man die original verpackt lässt, dann bleibt das halt auch. Aber will das ja auch benutzen, so das Kissen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ja eigentlich Quatsch. Ja, und die, das ist dann halt einfach Müll. Also das kann man, das sieht ja irgendwie schön aus, diese Verpackung. Das Kissen wird natürlich behalten, das ist ja klar. Das ist halt der einzige Inhalt wirklich in der Deluxe-Box. Und das Album ist halt das Album. Ich habe jetzt doch noch eine Verwendung fürs Messer, das ist schön. Jetzt muss ich aber erstmal mir das Album anschauen. Da habe ich ein bisschen Angst, das die Kamera zu halten. Bei Lindemann weiß man ja nie. Was ich aber sehr nice finde, sind die Bundles. Die kosten, glaube ich, nur 25 Euro. Mit T-Shirt und so werde ich mir, glaube ich, auch noch mal bestellen. Das ist wirklich ein super Deal. So. Das ist schon richtig verstörend, so zombie-mäßig hier. Ein paar sehr abgenutzte Ballerinas hinten drauf. Ich gucke erstmal selbst rein. Okay. Zwar immer noch verstörend, aber relativ legitim. Okay, ich dachte, die Buchstaben, die ein bisschen dicker sind, ergeben eine Nachricht. Dem ist scheinbar doch nicht so. Alter, ist das krank. Eieiei, ist ja Albträume. So, Booklet. Wirkt dann doch relativ nett gehalten. Texte sind am Start. Alter, krank. Das ist alles so krank, Alter, Junge. Aber vergleichsweise relativ zurückhaltend. Also hier ist eher in Richtung Kunst gegangen, statt krampfhaft zu schocken oder so. Finde ich sehr nice. Dasselbe gilt ja auch fürs Album. Mega geile Dinge. Also das ist mal wieder ein richtiges Werk, muss ich sagen. Booklet auch heftig. Krasse Illustrationen drin und die ganzen Texte. Muss man, glaube ich, nichts dazu sagen. 10 von 10. Ja, gut. Also Album absolut perfekt, Booklet sehr nice, Kunst und der Gedanke hinter dem Boxdesign, alles sehr, sehr krass. Man bekommt schlicht und ergreifend trotzdem nur so ein Pappalbum-Dings, einen gedruckten Weihnachtswunsch, also eine Postkarte und dieses Kissen. Und dafür sind 60 Euro halt viel Kohle. Deswegen kann ich die Box nicht gut bewerten. Also ja, das Ganze hätte man auch locker für, weiß ich nicht, sagen wir 39,95 Euro und ich hätte gesagt, super, aber 60 Euro, nee, Alter. War das 60, oder? Nicht, dass ich jetzt einen Fehler mache. Ich habe jetzt meine Rechnung nicht gefunden. Ich habe irgendwie in Erinnerung, das ist 69, 59, dann bezahlst du ja 56 inklusive Versand. Ich glaube, so war es. Nee, 66, oder? 56. War diese Box 50 Euro? Ah, scheiße, ich weiß es gar nicht mehr. Ah, jedenfalls ein Fuffi rum. Finde ich ein bisschen viel für ein Kissen, so. Ich denke, da stimmt er mir zu. Aber naja. Ich finde es halt schade. Im Prinzip muss man die Box verschlossen lassen, damit sie so geil bleibt, wie sie ist. Wisst ihr, was ich meine? Wenn man sie öffnet, ist die Box an sich halt schon Müll. Scheiße, Mann. Ich hätte echt mehrere holen sollen. Ach Mann, das ärgert mich. Egal. Danke fürs Anschauen des Videos. Was haltet ihr von der Box? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und wir sehen uns bald mal wieder. Euer Max Rosioberg.